Das AOK Darm-ABC. L wie Lebensmittelintoleranz. Lecker, oder? Das sieht dein Darm anders. Zumindest, wenn du eine Lebensmittelintoleranz hast. Typische Problemfälle sind beispielsweise Milch und Früchte. Denn darin stecken nämlich Laktose bzw. Fructose. Laktose muss im Darm von Enzymen zerlegt werden. Und bei manchen Menschen klappt das nicht richtig. Etwa weil die nötigen Enzyme einfach fehlen. Stell dir vor, du willst Holz spalten, aber halt ohne Axt. So ungefähr geht's dem Darm. Häufige Folgen sind Bauchschmerzen und Durchfall. Oft gibt es nur eine Lösung, auf die problematischen Stoffe weitgehend zu verzichten. Hol dir aber auf jeden Fall ärztlichen Rat, nicht, dass am Ende etwas ganz anderes hinter den Beschwerden steckt. Ein Ernährungstagebuch kann helfen, den Übeltäter zu finden. Außerdem solltest du ein enges Verhältnis zu Packungsrückseiten entwickeln. Dort stehen häufig Hinweise wie, kann Spuren von Milch enthalten. Wenn du sehr empfindlich reagierst, solltest du auch diese Lebensmittel meiden. Was du noch für deine Darmgesundheit tun kannst, erfährst du auf aok.de.